Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Verplänen zu. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Erstmal vielen, vielen Dank an Frontier, denn die haben mir kostenlos das DLC zur Verfügung gestellt. Hier ist auch irgendwo bezahlte Promotion eingeblendet. Ich weiß nie genau, was ich eingeben muss, denn ich werde nicht dafür bezahlt, habe nur das DLC kostenlos bekommen, nur in Anführungsstrichen. Und ich werde nicht eingeschränkt. Also ich darf sagen, was ich will, ich darf meine Meinung kundgeben und ich dürfte auch Werbung schalten. Und da komme ich zu einem Punkt, ich mache das ja immer so, wenn ich irgendwas kostenlos bekomme und ich präsentiere das dann im Video oder zeige das dann im Video, dann ist die komplette Sendung werbefrei. Ist so ein Deal zwischen uns beiden, dann hat jeder was davon. Dann ist eine Win-Win-Situation. Und solltest du irgendwelche Fragen haben, steht unten in der Videobeschreibung nochmal ein Text, den habe ich verfasst. Und solltest du dann noch Fragen haben, kannst du gerne in den Kommentaren schreiben und dann werde ich darauf natürlich sehr gerne eingehen. So, ansonsten gucken wir jetzt mal, weil normalerweise bei Planet Coaster war das ja früher immer so, dass wenn ich ein DLC präsentiert habe, dass ich dann so eine Freifläche genommen habe, also in letzter Zeit, weil am Anfang nicht, ne? Da war der Park ja noch relativ klein, da lief alles noch mit 60 Frames. Dann habe ich irgendwann mal so eine Freifläche genommen, habe dann alles dahingestellt. Aber ich glaube, hier funktioniert das nicht so ganz. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Bau klicke, und es war ja eigentlich mal so, dass man das eigentlich erforschen muss. Da gucken wir mal, haben wir hier irgendwo Arktis? Arktis, jawohl, wir müssen das, glaube ich, erstmal erforschen. Da gucken wir mal ganz kurz nach. Ansonsten habe ich auch noch die Community-Herausforderung. Was? Warte mal. Wieso ist da ein Tier entkommen? Entschuldigung. Wo ist... Ja, Königstiger, kein Problem. Ach, ja, so. Was war das denn? Wieso ist der denn jetzt entkommen? Wo ist der denn jetzt bitte schön drüber gehüpft? Also, hä? Hier überschlagen sich wieder die Ereignisse. So, bring den mal bitte wieder in sein Gehege. Wieso ist ein Tier hier entkommen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil die ganze Zeit ist ja eigentlich alles glatt gelaufen. Dann will ich ein DLC präsentieren und dann haut natürlich... Da! LOL! Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Kann das eventuell sein? Was ist das denn jetzt hier? Ein schwebender Polizist! Oh mein Gott, das hat die Welt noch nicht gesehen. Warte mal, ich muss mal ganz kurz auf Pause machen. Ich habe jetzt sehr lange an diesem Park gearbeitet, also über 30 Folgen und ich habe ja nicht immer nur 20 Minuten Folgen aufgenommen, teilweise 30 oder 40 Minuten und nie ist was passiert und jetzt auf einmal hauen die Königstiger hier ab. Das ist aber schon sehr kurios. Da gucken wir mal ganz kurz nach und zwar in der Beschreibung von so einem Königstiger unterm Zoopedia, der nimmt auch schon wieder Anlauf, guckt ihr das mal an. So, dann gucken wir mal ganz kurz in Zoopedia nach. Was die jetzt für ein Problem haben. Also normalerweise, ne, die brauchen ja hier Kletterschutz und dann Grad 3, höher 3 Meter. Aha, höher 3 Meter. So, wie hoch ist denn dieser Zaun? Da gucken wir jetzt mal ganz kurz nach. Und der Zaun, wir müssen feststellen, aha, der ist nur 2 Meter. Ist das jetzt neu? Also ganz ehrlich, ich habe jetzt, ne, wie gesagt, so viele Folgen aufgenommen, aber da ist nie was passiert. So, jetzt mache ich 3 Meter. Ist okay, ne? Ich finde, wir bieten ja auch den Leuten was für ihren Eintritt. Ne, wir wollen denen ja auch was bieten, so ein Live-Erlebnis. Und dann, wenn so ein Tiger abhaut, ist das ja eigentlich nichts Schlimmes, denn die können das die Miezekatze einfach mal streicheln. So, ich drück mal wieder auf Play. Und ja, was war das denn jetzt? Wollte da schon wieder einer ausholen? Krass. Oh, nee, das wollte ich jetzt aber nicht. Da haben wir jetzt ein Gehege gebaut, was ich eigentlich gar nicht bauen wollte. Ersetzen. So. Dann, ach so, genau, ich hatte ja in der letzten Folge, hatte ich auch noch gesagt, dass es cool wäre, wenn man diese Sicherheitsoptionen ausschalten kann. Weil, ne, wie gesagt, die Vandalismus, ja, schön und gut, aber es gibt den auch in Freizeitparks und Zoos, aber nicht in diesem Ausmaße, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und das ist schon ein bisschen übertrieben, ein bisschen nervig. Kann man das mittlerweile ausschalten? Ich glaube nicht. Also ich habe mir natürlich wie immer die Updates nicht durchgelesen, weil ich will das alles immer selbst erfahren. Gästeeinstellungen. Anzahl der Gäste beschränken hatten wir ja schon. Tiereinstellungen. Alterung der Tiere verlangsamen. Nein, da bleiben wir bei. Wir bleiben realitätsnah. Steuerung, Benutzeroberfläche. Nee, kann man nicht, ne? Kann man immer noch nicht. Okay, alles klar. Das wurde ja bei Planet Coaster auch im Nachhinein hinzugefügt. Aber im Nachhinein wurde da auch erst die Sicherheitsoption hinzugefügt. So, dann gucken wir mal. Alles hier erstmal wieder reparieren. Nee, Quatsch, gar nichts reparieren. Doch, das reparieren wir noch. Ich sollte meinen Techniker mal direkt hier ansetzen. Ah, Design Arktis, da haben wir doch. So. Dann geh mal direkt hier forschen. Wir wollen nämlich das Arktis-DLC gucken. Und dann sind ja auch noch neue Tiere gekommen. Und überschlagen sich hier die Ereignisse. Was haben wir noch? Keine Geldautomaten.
Ja? Ist das neu? Ist das neu? Ich frag für einen Freund. Ist das neu? Geldautomaten? Haben wir da irgendwie was für Geldautomat, Tatsache. Gibt's den auch schon dekoriert, fertig dekoriert, dass wir den hier irgendwie einbauen könnten oder müssen? Nee, okay, der ist auch so wunderschön. Da, ist schon wieder kaputt. Guck dir das an. Voll die Rüpel hier. Und ich habe Sicherheitsleute. Ich habe die Besten der Besten hier, ne? Da muss ich mal ganz kurz anmerken. Und da ist das unbegreiflich, dass hier Sachen kaputt gehen. Ist einfach so. Ist einfach so. Okay, Geldautomat. Ja, setzt man direkt natürlich neben die Toilette. Ich hoffe, dass das gefixt wurde. Ja, geht. Okay, ihr geht klar. Alles klar. Okay, was haben wir hier noch? Verbinde. Haben wir irgendwelche Belohnungen, die wir... Ah, guck mal hier. Freilassen. Lasse ein Exemplar der Tierart großer Panda in der Wildnis frei. Das stimmt sogar jetzt mittlerweile. Das Bild. Sehr gut. Dann haben wir hier schon wieder Sachen. Ersetzen. Und ersetzt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein! Bitte nicht schon wieder. Wir hatten nämlich mal das Problem, dass sie da festhingen. Und jetzt haben wir schon wieder das Problem. Guck mal. When you walk down the way, you hang fest on the Kurve with the Besenstiel in your hand. Okay, hier haben wir noch mehr Sachen kaputt. Die werden wir natürlich ersetzen. Aber anscheinend wissen die Mitarbeiter, sich mittlerweile zu befreien. Das finde ich sehr gut. Das finde ich wirklich sehr, sehr gut, weil die haben da mitunter sehr lang gehangen. Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Zoopedia, was braucht ihr denn hier? 1,25 Meter. Ich glaube, das müsste eigentlich passen. Barriere bearbeiten. 2 Meter, alles klar, passt. So, guck mal hier. Panda-Bär hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Panda-Bären. Okay, wir haben hier wieder 2 Meter wahrscheinlich. 2 Meter und 1 und 3. Wir haben hier einen Höhenunterschied. Okay, wir gucken mal. Panda-Bär. Achso, Zoopedia, genau. Kletterschutz und dann Grenzanforderung Grad 4. Okay, Kletterschutz. Ja, yeah, habe ich. Gaming Lenny, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Bonjour, herzlich willkommen. Keine Geldautomaten, ja stimmt, ich habe den ja immer noch. Ist schon wieder was kaputt hier. Wie sieht es eigentlich finanziell aus? 174.000? Hammer, Hammer. Okay, wo... Oh, okay, dann viel Vergnügen. So, wie sieht es denn bei euch aus? Da drüben, im Afrika-Großgehege. Ist wunderschön geworden, ne? Hier mit der Aussicht. Wunderschön. Habt ihr irgendwie Kletterschutzanforderungen? Ich glaube, ihr seid die, die am meisten springen könnt, ne? Euch traue ich das nicht so ganz zu. Nicht persönlich nehmen, aber euch traue ich das nicht so ganz zu. Zoopedia, dann gucken wir mal. Lebensraum. 1,25 Meter, die haben wir. Die haben wir. Jetzt gucken wir noch bei den Zebrasses. Was die für eine Anforderung? Hallo, Blatt. Ist zwar wunderschön, wie du da rennst. Ein bisschen pottdreckig bist du. Solltest dich mal baden gehen. Aber ich guck mal ganz kurz. So, was haben wir denn hier? Grad 2, alles klar. Okay, hier sind wir safe. Alter Verwalter, ey, was war das denn jetzt mit den Königstigern, bitteschön? Was war das denn jetzt mit den Königstigern? So, was haben wir hier noch? Keine Geld... Ach ja, Geldautomaten. Geldautomat. Ich weiß nicht, wo ich die Geldautomaten hinsetzen soll. Das weiß ich tatsächlich nicht. Weil wir haben relativ eng hier alles... Oh, schon wieder kaputt. Wir haben hier relativ eng alles gebaut und deswegen müssen wir mal gucken, Geldautomat, hier könnten wir einen hinsetzen, ne? Hier haben wir relativ viel Freifläche, da könnten wir eventuell einen hinsetzen, pass mal auf, machen wir jetzt auch, ah, guck mal, bei Plänencoaster war das ja so, dass man die immer nur so einen verbundenen Weg hatte, du kannst jetzt direkt am Weg setzen, finde ich cool, aber auch sehr, sehr undiskret eigentlich, weil wenn du überlegst, die können dir alle zugucken. Ist schon besser, wenn man eigentlich so einen eigenen Weg dafür hat, ne? So ein Security-Weg. Haben wir jetzt auch Arktis-Wege? Nein. Ich dachte erst schon, wir hatten jetzt beschneiten Weg, aber haben wir nicht. Haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Okay, Warteschlange, Warteschlange, Warteschlange. Gut, du brauchst hier nicht so viele Warteschlangen, wenn wir ganz ehrlich sind. Wie oft stehst du im Zoo bei einer Attraktion an? Kommt nicht so oft vor. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Okay, du sitzt da und bleibst da sitzen. Keine Geldautomaten. Alter, stress mich doch jetzt nicht so. Jetzt, also, ne, also, hier ist schon wieder was kaputt. Ich bin jetzt, glaube ich, mehr am Ersetzen, als irgendwie was
Geldautomat, komm. Wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Geldautomat. Einrichtung, so. Wo setzen wir den denn hin? Obwohl, warte mal, ich könnte doch Merchandise. Nee, unter was fällt das denn? Zoo-Eingang, Imbestände, Getränke, Finanzen. Ja, ist nix vorbereitet. Okay, Geldautomat, ja, komm. Wir setzen den jetzt erstmal hier hin. Wir können ihn ja später noch verkleiden. Und im afrikanischen Themenbereich würde ich gerne auch noch einen platzieren, bevor die sich hier noch beschweren und sagen, ich habe kein Geld mehr. Der ist, glaube ich, auch neu, ne, der Geldautomat. So, dann setzen wir den genau schön hier hin. Ne, dass du beim, wenn du Essen bestellst, direkt hier rüber gucken kannst. Ja. dann kannst du ja sagen, können Sie mir mal Ihre Kreditkarte ausleihen? Ich habe da was zwischen den Schuhen. Und dann, Winnerforschung ist abgeschlossen. Was hatten wir denn noch erforscht? Ah, die Zebrasses. Jo, stimmt. Die sind wir jetzt fertig. Die haben wir durch, ne? Jawohl. Das heißt, wir können jetzt auf den Spießbock gehen. Also, die Forschung. Die Forschung kann auf den Spießbock gehen. Jetzt brauche ich. Warte mal. Ihr seid zufrieden? Durst? Ja, okay. Bildung? Ja, okay. Aber wir sind dabei. Wir sind dabei. Finanzverwaltung. Sieht aber, wir haben irgendwie 3000 Minus gemacht. Gut, wir mussten auch einen Tiger einfangen. Aber. aber, Rhabarber. So, wieso sind hier eigentlich schon wieder so viele Jungtiere? Ich guck mal ganz kurz. 4. Okay, was haben wir denn hier? Alter, die kreischen aber ganz schön. Okay, 11,1 Jahre. Oh, Gold. Männchen. Weibchen, Silber. Weibchen, Silber. Und, ja gut, sie ist schon fast, ja, müssen wir gucken. 11,9 Jahre. Sehr wahrscheinlich werde ich die beide in Rente schicken. Ne, sieht man ja. Ja, weil er am Kötteln ist, muss ich ihn in Rente schicken. So, was haben wir da? Wird bald Nachwuchs haben, alles klar. Und hier hatten wir die Pille verschrieben, ne? Soweit ich mich erinnere. Wir haben hier nur noch 2 Schlangen drin. Ich wünschte, ich hätte etwas länger bleiben können, um das Tier zu sehen. Östliche Braunschlange. Du kannst doch hier so lange stehen bleiben, wie du willst. Er zwingt dich ja keiner, hier wegzugehen. Also, ich bin der Letzte, der sagt, hör mal. Oh. Das haben wir ja noch gar nicht ausprobiert. So ein bisschen Dreidimensionalismus würde ich den dafür nehmen, oder? Finde ich gut. Finde ich echt gut. Oder der noch? Naja, wäre too much, ne? Oder? Arbeiten die Schlangen dann da auch mit? Oh, der putzt sogar die Scheiben. Oh, Alpha-Status, alles klar. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Wer boxt hier wen? Mike gegen Tyson? Okay, gucken wir mal. Gold, 12 Jahre. Warte mal, 12 Jahre? Okay, hat aber noch ein bisschen. Tier freilassen. Machen wir ja immer so. Ciao. Kannst weiter Schattenboxen. So, was haben wir hier? Weibchen und Weibchen. Zweimal Weibchen, Gold. Krass. Okay, und du fährst jetzt einmal Karussell. Soll ich dich anschieben? Männchen, Bronze. Ja, gut. Technikforschung abgeschlossen. Jawoll. Jetzt haben wir's. Arktis DLC. Income. Kannst weiter forschen natürlich. Dann gucken wir mal. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Okay, wir haben hier festlich beleuchtete Kugel. Ja, die ist aber groß. Oh, die ist aber süß. Guck mal, die kannst du da unten so hinlegen. Warte mal. Ach so, ich kann ja nicht die Uhrzeit hier einstellen. Natürlich blöd. Beleuchtungsstreifen. Aha, das ist all. Oh, den kannst du so in die Fuge setzen. Oh. Oh ja. Also, ich werde die jetzt nicht alle aufbauen. Ne? Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich muss mich ja nicht immer so dran halten, wie ich das bei Plancoaster gemacht habe. Aber, was haben wir denn hier? Leuchtanzeiger Eisbär. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, zum allerersten Mal in der Weltgeschichte sehen Sie einen Braunbär in Weiß. Und der verträgt sich auch noch miteinander. Nur hier, live, in diesem Zoo. Und oben kommt kein Regen, das sind Freudentränen, weil wir das Einzigartige geschafft haben. Und dieser Bär ist ein bisschen nuklear verseucht, deswegen leuchtet der. Ja. Was haben wir noch? Alpha-Status? Wer? Wer?
Thompson-Gazelle. Ach was. Ach was, warte mal, dann können wir auch mal hier kurz gucken. Bei den Tieren. Thompson-Gazelle. Alter, wir haben aber sehr viele Zebras, ne? Oh, wir haben sehr viele Zebrasses. Puh, da müssen wir auch mal aufräumen. Und hier auch. Bei der Thompson-Gazelle, ne? Also, wir haben hier ein Männchen. Und wir haben auf jeden Fall eine Frauenquote hier. 2,6 Jahre Gold. Sehr gut. 6 Jahre nichts. Also können wir das Tier freilassen. Dann, Alter, wieso haben wir denn so viele Tiere? Was ist denn hier passiert? Komm, kommt ein Update? Kommen die ganzen Tiere oder was? Warzenschwein, alter Verwalter, ey. Silber? Silber? Was haben wir noch? Silber? Silber, Bronze kann ich noch nicht abgeben, ist noch zu jung. Und nichts, alles klar. Und hier auch nichts. Okay, dann haben wir hier Weibchen, 5,2 Jahre. Okay, 0,4 Jahre, naja, ist noch sehr jung, ne? Okay, Weibchen, relativ alt, können wir freilassen. Darf dann Freiheit genießen, machen wir ja meistens so, wenn die etwas älter sind. Dann dürfen die restliche Zeit natürlich noch draußen verbringen. Gold. Und der hier, Gold, verletzt. Okay, warte mal, dann können wir ihn aber freilassen, weil der ist halt auch älter. Wir haben 6200 Blätter mittlerweile schon, wollte ich nur mal kurz anmerken. Dann haben wir hier Zebrasses, die Zebrasses, Männchen, Silber, Bronze. Aber die kann ich noch gar nicht freilassen, die sind ja noch gar nicht erwachsen. Hupsi. So, Weibchen, warte, was haben wir hier? 2,7 Gold. Silber, nichts und 5,3 Gold. Ja, theoretisch müsste ich sie freilassen, aber die ist gerade schwanger. Da kann man leider nichts gegen machen. Also kann man die noch nicht freilassen. Was haben wir denn jetzt hier an den... Ach, die Zebras können wir noch nichts machen. Tiger sind wir auch. Alter, wir kriegen sehr viele Blätter. Also wenn die alle ausgewachsen sind, werden wir sehr, 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 sehr viele Blätter haben. Okay, was haben wir denn an Tieren? Kann ich mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn jede Tier? Komm. Ah, das geht sofort. Krass. Ist das alphabetisch? Ja, wohl. Ist volle Kanne alphabetisch mittlerweile sortiert. Chinesisches Schuppentier, afrikanischer Strauß, Warzenschwein. So läuft das Alphabet heutzutage. Weil ich würde mal gern gucken. Ich habe gehört, es soll wohl weiße Bären geben. Galapagos Riesenschildkröte? Nee. Indischer Elefant? Nee. Blauer V? Nee. Japan? Japan? Makak? Okay. Japan? Makak? Eis? Ah, da ist der Eisbär. Okay, gucken wir mal. Was kostet? Dann haben die noch nicht gefixt. Oh, die sind aber gar nicht so teuer. Oh, das geht aber. Es geht wirklich. Okay, und Männchen sind wahrscheinlich wieder billiger. Nicht günstiger, billiger. Nee, gar nicht. Mist, hätte ich gerade mal zugeschlagen. Jetzt achte mal auf die Preise. Ah, guck mal hier. Da stehen die Verkäufer. Aber wo habt ihr die denn hergekauft? Übrigens, ich hab Community-Event geschafft. Wollte ich noch kurz anmerken. Und da habe ich irgendwie so einen Brillenbär bekommen. Kann das sein? Tieraufbewahrung? Belohnungen? Ich schau mal kurz. Ich hab doch da irgendwie was bekommen. Weibchen, Männchen. Jede Art. So, Filter. Da ist was, da ist was. Da. Isabellbär. Was ist denn ein Isabellbär, bitteschön? Vor allem der. Oh, guck mal, der blinkt. Was kann der denn? Isabellbär. So was gibt es? Verträgst du dich mit den Braunbären? Den Grizzlybären? Nee, ne? Isabellbär. Noch nie von gehört. Okay. Dann möchte ich kurz gucken. Isabellbär. Gibt es den auch hier zu kaufen? Oder ist das so ein einmaliges Tier? Isabellbär. Den gibt es tatsächlich. Das ist krass. Ja, die sind auch richtig teuer. Deswegen eine Community-Belohnung. Hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Ne? Also, muss man sagen. Das sieht aber sehr schön aus.
Lauft ihr immer noch durch die Wand? Nee, ihr bleibt vor der Wand stehen. Habt ihr jetzt eine Kollisionsabfrage bekommen? Das wäre nämlich vor... Ja, habt ihr. Ihr habt volle Kanne eine Kollisionsabfrage bekommen. Das finde ich sehr gut. Also ich finde auch, du hast ein bisschen abgenommen. Du passt jetzt in die Mauer rein. Oh Mann, ey. So, ach so, genau, Zoo. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Mitarbeiter, Binärforschung, Technikforschung. Aha, wir sind gleich schon so weit und haben das nächste DLC oder beziehungsweise das nächste freigeschaltet, nächste erforscht. Hier sind wir fertig. Hier haben wir noch ein bisschen was. Hier können wir gar nichts mehr erforschen. Okay, Binärforschung sind wir ja dran. Da sind wir mittlerweile bei Forschungsstufe 3. Ja, okay, okay, okay. Gut, die ganzen Krankheiten, die müssen wir natürlich auch noch erforschen. Das ist selbstverständlich. Aber hier, ey, wieso habe ich so viele Tiere? Was ist hier passiert? Vor allem, wann seid ihr denn ausgewachsen? Dauert noch ein bisschen, ne? Okay, steht kurz vor der... Oh, ich wollte euch nicht stören. Lasst es knacken. So, was haben wir denn hier? Hier sind auch noch ein paar Zebrasses. Aber diese... sind immer noch nicht erwachsen, ne? Und ich mache Minus. Wieso mache ich jetzt schon wieder so viel Minus? Könntet ihr mal ein bisschen mehr Geld spenden? Hallo? 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 Ein bisschen mehr Geld spenden, das wäre super. Höchste Spenden nach Art. Null. Letzte Spende. Technikforschung abgeschlossen. Gut, da können wir jetzt nochmal kurz nachgucken. Wir haben hier Stufe 2 erreicht. Sehr gut. Und hier? Aha, 306 Euro. Steppenzebra, Thomson-Gazelle, Warzenschwein. Also Steppenzebra liegt ganz weit vorne. Und Warzenschweine, ihr seid die Loser. Ihr bringt nicht so viel Kohle ein. Das sieht aber schon cool aus, ne? Mit den ganzen Tieren. Ha, schön. So, wie sieht's denn bei euch hier aus? Oh, da läuft es aber richtig gut. Alter, Königstiger, großer Panda, Spießbock. Königstiger, mal eben 9000. Läuft. So, Mitarbeiter. Ja gut, wir haben sehr viele Mitarbeiter, ne? Also sehr, 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 sehr viele Mitarbeiter. Brauchen wir... Ja gut, die kosten auch gar nicht so viel, ne? Sehe ich jetzt gerade mal. Tierpfleger sind viel teurer. Brauchen wir so viele Tierpfleger? Weil wir könnten ja Einsparmaßnahmen vornehmen, ne? Wir könnten hier zum Beispiel mal eben 2.500 Ocken einsparen. Der wird nicht gefeuert, der wird nur anders versetzt. Also der wird noch woanders gebraucht. Den werden wir woanders noch einstellen. Techniker? Ja, das Problem ist, mit dem Techniker, ich bin ja immer mit einem immer am Forschen. Den kann ich höchstens abgeben, sobald... Ja, sobald ich mit den Forschungsdingern durch bin. Genauso auch bei den Tierärzten. Tierärzte, wir haben 4 Stück. Einen für Afrika und 3 für Staat. Aber brauchen wir 3 für den Staat? Ich entlass mal, weil, ne, niedrige Arbeitsauslastung kann ja nicht sein. Das darf auf gar keinen Fall sein. Dann, Alter, hier haben wir, guck, aber die verdienen jetzt auch nicht so viel, ne? 375 ist jetzt Sicherheitsdienst, ja, ihr bringt ja richtig was. Also, ihr Sicherheitsdienstleute, ihr seid die Creme de la Creme in unserem Zoo. Was haben wir denn hier? Sollen wir das wagen? Ein Techniker? So, ein bisschen mal einsparen. Ne? Wir müssen ja auch mal ein bisschen sparen. Damit wir hier wieder Geld haben für neue Tiere. Techniker wurde entlassen. Ja, ich weiß. So, wie sieht's denn aus finanzmäßig? Gut. Kontinuierliche Ausgaben. 102.000? Zoo-Ticket-Rückerstattung. Wieso? Nicht zufrieden mit Besuch. Ja gut, wir hatten ja einen Ausbruch der Königstiger, ne? Okay. Okay. Kann man noch so ein bisschen nachvollziehen. Lohnkosten 48.000. Tierfutter, okay, Tierfutter können wir nichts dran sparen. Einnahmen 82.000. Ja gut, Einnahmen waren schon relativ viel. Und wenn du die 14.000 abziehst. Na gut, wir könnten eigentlich Steuern. Wieso Steuern? Wer zahlt denn hier Steuern heutzutage? Steuern für Wegbereiche, Fahrgeschäftsbereiche, Einrichtungsbereiche, Vivarienbereiche. Was?
Vor allem, da steht über 0. Okay, kontinuierliche Ausgaben. Käufe. Tiertransferkosten, Baukosten. Okay. Aber Lecco mio Arscho Grande, ey. Wir haben 102.000 kontinuierliche Ausgaben. Tierfutter. Ja, Tierfutter wird auch nicht besser. Gehegereparatur, okay, sind minimal. Stromkosten auch. Notfall einfangen. Ja, gut, das wäre auch nochmal so ein bisschen Einrichtungsbetriebskosten. Was sind das denn? Was sind denn Einrichtungsbetriebskosten? Sind die wichtig? Können die was? Ich denke, oder? Wie Nährforschung ist abgeschlossen. Dafür ist der Spießbock jetzt relativ weit. Und der bekommt auch noch von mir Stufe 3 Pressen. Oder ist es noch nicht? Qualität 2 schon mal. Aber das ist schon mal gut. Weil dann sind die mehr zufrieden. Und sind die Tiere zufrieden, sind meine Gäste zufrieden. Ja. Wie sieht es denn hier aus, Lok? Jährliche Betriebskosten. $50 kostet das Ding. Das war ja auch ein Satz mit X, ne? Dass die Tiere nicht gegen Blätter freilassen kannst. Fand ich schon frech. Kann man nicht anders sagen. Oh. Ups. So. Ups. Stand der da noch? Arktis-Eisblock. Ist der durchsichtig? Jetzt ja. Eissäule. Das sieht schon cool aus. Ja gut, das können sie. McDonald's. Ich hab das McDonald's-Logo gefunden. Festliche Bären? Achso, die kann man so hier hinhängen. Okay. Schleifen ohne Ende, Geschenke. Auch. Arktis-Holzdach. Oh, cool. Weihnachtsbaum. Der ist aber unhässlich. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Das weiß ich echt noch nicht. Holzbaum klein finde ich wieder schön. Wie hieß das Spiel damals? Glückkasten. Da konntest du sowas auch mal machen. Tierschilder, Bärflagge. Was? Okay, hier sind sehr viele Flaggen anscheinend. Bärflagge, Dallschaf, Hirschflagge, Polarwolf. Oh, Wölfe gibt's auch, geil. Arktiszaun. Oh, der ist schick. Der ist cool. Dann haben wir hier... Was soll das sein? Wandschnitzel. Ja, klar, alles klar. Wandschnitzel haben wir da. Der passt bei Wudern hin. Skulpturensammlung. Oh, das ist krass. Das ist aber krass. Ja, und hat natürlich sehr viele Bäre, ja. Sehr viele Elemente wieder zum Bauen. Wand, Schneeblöcke und wie heißt das andere? Eisblock, okay, alles klar. VIP ist angekommen, sagen wir natürlich auch. Ultra Jesse, hallo, schönen guten Tag. Einrichtung ist ausgefallen. Ach, das ist ja mal was Neues. Ja, vor allem, ich glaube, das war der Techniker. Der hat die kaputt gemacht. Der ist da draufgegangen und dann pfupp, kaputt. Kaputt. So, wie sieht's jetzt hier aus? Technikforschung. Ja gut, dauert natürlich noch ein bisschen, ne? Aber mit den Tigern, ey, das war jetzt ein bisschen angsteinflößend, kann man sagen. Das war echt gruselig, warum die da abgehauen sind. Weil, wie gesagt, die ganzen Folgen, kein einziges Tier abgehauen und dann auf einmal... So, was haben wir denn hier? Achso, genau. Futter wollte ich nochmal kurz ändern. Jawohl, wir haben Stufe 3 jetzt. Es war, wie gesagt, immer ein bisschen teurer, aber da dürfen wir nicht einsparen. Königstiger 2000. Panda. Muss ich tatsächlich hier noch eine hinsetzen? Ich will die Leute ja nicht abzocken, aber es könnte sein. Machen wir jetzt mal einfach einen Test. Ne? Dann haben die Möglichkeit, überall zu spenden. Dann könnt ihr überall reinwerfen. Überall. Ich bin doch nett, oder? Also ich bin echt nett. Wird jetzt erstmal so ein Versuchsobjekt. Ja gut, das Problem ist, hier haben die 1500 schon reingeschmissen. Ach, die spenden hier nicht nur für...
den Panda, sondern für alles. Ich habe immer gedacht, weißt du, das wäre jetzt so in der Umgebung. Ach so. Die Spenden sind für alles. Und dann steht da halt, hier zum Beispiel, wir haben sie für Königstiger gespendet und großer Panda. Ah. Alles klar. So, hier haben die nämlich noch nichts reingeschmissen. Krass. Habe ich wieder was Neues gelernt. So, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank nochmal an Frontier für das kostenlose DLC. Bis dann. Tschüss.